Und wir kommen zu meinem Mittwochsvideo am 23. Advent. Wow. Also, morgen ist Weihnachten. Und ja, ich denke, da morgen Weihnachten ist, kann ich euch ein wenig erzählen, wie wir Weihnachten verbringen. Also, bei uns ist es eigentlich jedes Jahr auf dieselbe Art. Wir gehen zu meinen Großeltern, so gegen Nachmittag, und verbringen da dann 2-3 Stunden, also den Eltern meiner Mom, so ein bisschen Kaffee, Kuchen, und dann redet man noch viel und verbringt Zeit miteinander, und dann gibt es am Abend ein Käsefondue. Gott, ich freue mich jedes Jahr auf dieses Käsefondue, das ist immer mein Highlight des Jahres. Ich kann inzwischen schon selbst Käsefondue machen, aber von Oma schmeckt es einfach immer ein Hauch besser. Um ehrlich zu sein, mehr als ein Hauch. im Hintergrund seht ihr unseren Baum und im Vordergrund seht ihr eine verpeilte Elena. Ich muss zugeben, ich bin fix und alle. Ich könnte mich jetzt gerade für 2 Monate einfach ins Bett legen und durchschlafen, gefühlt. Aber, tja, das wird wohl nicht so schnell. Naja, was kann ich euch noch erzählen? Und nach dem Fondue, dann sitzt man wieder eine Weile lang rum. Und dann werden die Geschenke meist ausgepackt. Und dann werden die Geschenke angeguckt, ein bisschen damit Spielzeit verbracht. Da ich dieses Jahr schon weiß, dass ich ein Spiel bekomme, weiß ich, dass ich auf jeden Fall mit meinem Spiel, ich habe die Hoffnung, ja, so geht's, dass wir dann vielleicht das Spiel noch spielen. Ich möchte mich übrigens noch einmal entschuldigen für mein leicht verpeiltes. Aber ich habe gestern Nacht voll schlecht geschlafen, weil ich geträumt habe, dass unser Tannenbaum in Flammen aufgeht und wir dann drunter Marshmallows braten. Das war irgendwie voll schräg. Wieso träume ich solches Zeug? Ja, auf jeden Fall werden wir dann vielleicht das Spiel noch spielen und dann ist eigentlich auch schon die Zeit, um wieder nach Hause zu fahren. Und da tue ich dann meistens noch mit meinen Eltern, also mit meiner Mom und meinem Dad, eine kleine Bescherung machen, hier in diesem Zimmer hier, wo wir dann einfach noch so den Rest der Geschenke auspacken, die wir nicht mit nach Schlier schleppen wollen oder nicht können, oder die eben einfach so noch den Rest, ja. Ja, und dann war das eigentlich schon alles, weil ich werde wahrscheinlich morgen bis 15 Uhr die ganze Zeit die Sims spielen oder so irgendwas, vielleicht gucke ich auch einen Film. Weil wir haben immer schon gegen Abend unser Weihnachten verbracht. Ja, und am 25. erhole ich mich meistens von unserem Weihnachtsfest. Und kommt dann auch Tassilo, unser Familienhund, wieder nach Hause. Der wird dann von meiner Schwester und meinem Vater abgeholt und ja. Am 26., da weiß ich noch nicht, was wir machen, aber ja, wo wird es sehen. Ja, und bei uns wird viel, also auf jeden Fall nicht gesungen, weil dieses Singen ertrage ich nicht, weil irgendwie trifft keiner in der Familie den Ton und es klingt immer voll schräg und ja, ich treffe auch nicht die Töne, aber es ist einfach so dieses, jeder singt dann irgendein anderes Lied auch noch, weil wir haben uns nie auf eins einigen können. Und dann wurde da Stille Nacht und was gibt's noch so? O Tannenbaum zur selben Zeit gesungen und ach, das war schrecklich. Und deswegen gibt es bei uns in der Familie schon seit Jahren keinen Weihnachtsgesang mehr. Wir können aber auch keine CDs hören, weil mein Großvater etwas schwerer hört. Und ja, ich ja, wie gesagt, sehr viel und sehr laut hören. Meine Mutter eben tendenziell auch mehr hört. Und dann ist es immer so gewesen, dass wenn Opa es ansatzweise gehört hat, waren Mama und ich schon in einem richtigen Rockkonzert drin. Also das ging dann auch nicht so gut. Ja,
Ich kann natürlich auch noch schnell unseren Weihnachtsbaum anmachen, wenn ich jetzt. Dann sieht es viel schöner aus. Wisst ihr was? Ich kann sogar noch schnell aufstehen und dann seht ihr mal bei Dunkel, wie es beim Dunkeln ist, aber dann seht ihr mich natürlich nicht mehr. Was heute wahrscheinlich kein großer Verlust ist, weil ich sehe echt müde aus, wenn ich gerade mich so angucke auf der Kamera. Oh Mann. Ja, also kurz vorm Tschüss mache ich mal noch mal schnell das Licht aus. Okay. Ja. Dann denke ich, könnte ich euch jetzt noch erzählen, wie es früher war. Da war es meistens so, dass wir hier bei uns gefeiert haben, von Anfang an. Dann sind wir, also bis vor, ja, bis ich 11 war, war das eher so. Das sind wir hier gewesen, haben dann zusammen meistens ein Raclette oder so gegessen oder Pizza. Da gab es nämlich noch Pizza, Raclette oder Fondue. Inzwischen gibt es jedes Jahr Fondue. dann haben wir meistens sind wir zur Kirche gegangen um 20 Uhr oder 19 Uhr, naja, das weiß ich jetzt nicht, da war ich noch zu jung. Und dann nach der Kirche gab es erstmals Essen und dann gab es die Bescherung und dann musste ich meistens auch schon ins Bett. Aber jetzt haben sie mich noch früh ins Bett gebracht. Heutzutage gehe ich später ins Bett. Yeah. Oh Gott. Okay. Was mich interessieren würde, wie feiert ihr Weihnachten? Wie ist euer Weihnachtsfest? Ich könnte euch noch erzählen, was ich mir eigentlich so zu Weihnachten wünsche. Also dieses Jahr wünsche ich mir zu Weihnachten externe Festplatte. Ich wünsche mir auf jeden Fall etwas Geld zum Sparen. Ich wünsche mir, dass meine Mom und mein Dad ein gutes nächstes Jahr haben und dass sie gesund sind und dass sie zufrieden sind. Naja, das wünsche ich mir, weil es unweigerlich auch wieder mir hilft. Weil wenn sie zufrieden sind und sie gut drauf sind, dann können sie mir wieder mehr helfen und dadurch bin ich dann etwas entlasteter. Ja. Ich wünsche mir eigentlich selten etwas, was nicht irgendwie dann doch wieder auf mich zurückgeführt ist. Egomanen-Momente, aber okay, ich gebe es zu, ich bin halt ein Ego. Aber ich wünsche mir eben auch, dass meine Großeltern gesund bleiben, weil die mag ich einfach sehr gerne und ich verbringe sehr gerne Zeit mit ihnen. Wir waren erst diesen Montag bei ihnen und das war richtig schön. Da gab es dann Käsespätzchen und wir haben zusammen Weihnachtssachen aufgebaut und das war einfach toll. Und das finde ich einfach so das Schönste an Weihnachten. Ich hatte noch nie diese Weihnachtsstimmung, aber ich habe immer dieses Riesen mich freuen darauf, mal Zeit wieder mit meinen Eltern verbringen zu können oder mit meinen Großeltern oder auch mit meiner Schwester, die dieses Jahr auch bei Weihnachten mit uns feiert, was ich toll finde. Mein Bruder ist leider gerade nicht da, der ist in Nepal, aber hi an dieser Stelle und auch dir ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass du das Video siehst noch vor Weihnachten oder auch an Weihnachten. Wir werden auf jeden Fall an dich denken und ich werde einen Keks für dich essen. Tue ich nicht für jeden, weil die sind alle so pappig. Ja. Okay. Ich könnte euch jetzt noch erzählen, dass ich mir wünsche natürlich, dass mein Bruder gesund ist und dass er heil wieder nach Hause kommt. Und ja, eigentlich wünsche ich mir weniger Materielles als so Sachen einfach so. Ich wünsche mir natürlich auch, dass Isa noch lange lebt, weil sie sehen meine Isa. Und ja. Und ich wünsche mir, dass unsere Waschmaschine endlich wieder funktioniert. Die ist leider vor 2 Tagen kaputt gegangen. ja. Jetzt können wir gar keine Wäsche waschen. Jetzt haben wir leichte Wäscheberge wahrscheinlich nach den Weihnachtsfeiertagen. Das wollte ich nicht erzählen. Entschuldigung, Mom. Okay. Wie versprochen, zeige ich euch jetzt noch, wie unser Baum bei Dunkelheit aussieht. Entschuldigt, ich trage keine Hose. Oder besser gesagt, eine sehr kurze und deswegen. So, das ist unser Baum bei Dunkelheit. Ist das nicht cool? Ja, also dann. Sekunde, ich kann mich noch wieder hinsetzen. Wow, man sieht mich überhaupt nicht. ich mache mal kurz wieder das Licht an. Entschuldigt, noch einmal. Also dann, also, ich habe kurze Hosen an, tut mir leid, aber in dieser Wohnung ist es voll warm.
Okay, also dann, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass jeder von euch, der mir zuschaut, eure Wünsche wahr werden. Falls ihr mir eine Weihnachtsfreude machen wolltet, dann könntet ihr mich regelmäßig angucken und vielleicht ein Abo hinterlassen. Oder ein Kommentar wäre auch schon was Schönes. Weil, nur wenn ihr mir Fragen stellt, und das kann ich wissen, was euch interessiert, weil ich will euch helfen, das Thema besser zu verstehen oder einfach alles, was ich euch hier in meinem Kanal erzähle. Und es wäre unglaublich hilfreich, wenn ihr mir irgendwelche Fragen stellt oder vielleicht auch gerne mir irgendwas von euch erzählt oder einfach auch erzählt, wie es bei Nicht-Aspergern ist mit Weihnachten. Ich meine, ich kann nicht dieses Weihnachts-Kitsch-Freude-Ding haben, aber wie ist es bei euch? Erzählt's mir, weil ich meine, sowas interessiert mich furchtbar und ich würde es so gerne wissen. Ja, also dann, wir sehen uns dann am 25. mit einem ganz kleinen Video, das ich über Weihnachten drehe. Da zeige ich euch ein bisschen Weihnachten bei uns. Ihr werdet auch wahrscheinlich nur mich sehen, weil der Rest der Familie ist kamerascheu. Ja, wir sehen uns dann am Freitag. Habt schöne Weihnachtsfeiertage und tschüss!